ich bin meine Mutter, okay, dann mach nur die eine Sache, aber trotzdem, ich bin ja jetzt hier, ich bin ja jetzt auch ja, zu Hause und wir sind zu Hause und wir sind hier bei, auch wenn du nicht im Bilde sein möchtest, bei Kaffeeklatsch. Ach so. Ich dachte, heute machst du Kaffeeklatsch. Ja, ich hab, so ist es mit meiner Mutter. Sie hat mir vorhin gesagt, ich wollte heute was machen. Da habe ich gesagt, ja, wir haben ja am Sonntag nichts gemacht. Okay, dann machen wir heute mal was. Ne? Aber heute ist internationaler Frauentag. Ja. Da will ich und deshalb frage ich auch immer, wo sind denn eigentlich die hübschen Frauen? Die sollen mal zu mir kommen. Ja? Da werde ich Ihnen mal mehr über diesen internationalen Frauentag berichten. Ja. Das kann ich dir sagen. Es ist immer noch nicht gleichberechtigt, dass wir genauso viel Geld kriegen, wir Frauen, als die Männer. Ja, ja, well, die Männer, ja. Da wird drum gekämpft. Ja, es ist ja sowieso der Kampf und der Krampf. Ja, ja. Es ist Zeit, hier, Prost. Prost. Mach mal, komm mal wenigstens hier mit der Tasse rüber, damit wir die sehen. Auch wenn du dich selber nicht zeigen willst, hier, genau, hier, Prost, Kaffeeklatsch, wuhu! Wir putting it. Nee, heute ist nicht kein Kaffeeklatsch. Nein, es ist eigentlich, wir haben jetzt einen anderen Namen. Wie war das nochmal? Wie war der Name? Ich sag ja nur... Ja? Wir reden über bestimmte Thematiken und dann manchmal, auch wenn man eine Meinung vertritt, die vielleicht nicht mit der anderen Person übereinstimmt, aber da kann man immer sagen, ich sag ja nur. Ich sag ja nur. Ja? Und das finde ich schon interessant. Nicht ein gutes Ding eigentlich. Ich sag ja nur. Ne? Das könnte ich sehe das schon groß auf Billboards, auf Times Square. Ich sag ja nur. Ja, ne? Aber es ist viel los, auch in der Welt. Oh mein Gott. Das wieder gesehen mit den Flüchtlingen, ne, was da so los ist, ne, die armen Leute. Ne. Und wirklich, dass die sich das trauen, in so ein Boot zu setzen dürfen. Ja, aber die sind so, die sind natürlich so, ja, die suchen, so ist es ja eigentlich auch in der Welt, das ist ja auch das Problem in der Welt, dass jeder nach einem besseren Leben sucht. Ja, und jeder versucht sich zu verbessern, bessere Job, bessere Lebensbedingungen, mehr Geld verdienen, jeder sucht ja danach. Und natürlich Leute, die im Kriegsgebiet aufwachsen oder im Gebiet, wo es überhaupt keine Freiheiten gibt. Und ich meine, wenn man sich das mal vor allen Dingen auch mit Deutschland, ist ja ein sehr stabiles Land eigentlich. Amerika ist ja der Kapitalismus am höchsten. Ist ja alles Kapitalismus. Aber trotzdem, es ist ja auch nicht so ohne. Man hört ja einen unheimlichen Mut dazu, mit Kindern sich natürlich. Mit wegen der Kinder schon. Ja, nicht nur Mut, auch Verzweiflung. Da muss eine Verzweiflung dahinter sein. Ja? Das war immer in Alabama. Das habe ich auch von der Frau meiner Kinder, die Kinder, Kitta. Frau meiner Kinder. Meiner Kitta. Meiner Litta. Die Judith vom Süden. Und die haben ja dieses Herzliche. Und die haben auch mal Yunis, meine Frau, Mutter meiner Kinder, hat ja auch dieses nonverbale Kommunikation studiert. Wo man redet, ohne Wörter zu benutzen. Und das ist so ein Ausdruck, dass die auch im Süden die machen, dass man einfach schmeckt. Mal. Pantomime meinst du? Ja, so wenig auch. Ja, genau. Na, Pantomime ist mehr so auch so das. Ne? Ja, aber auch, ja. Ja, genau. Auch ja, ja. Marcel Marceau, ne? Ja, Marcel. Ja, das ist schon so eine. Weil der Punkt ist ja auch wirklich. Ich habe viele Punkte, hast du das schon gemerkt? Mhm, ich habe viele Punkte. Viele Punkte, kein Ding. Ist ja auch Kommunikation. Aber du solltest dich eigentlich auf einen Punkt. Ja, aber das ist ja, wir zentralisieren den Punkt. Wir kondensieren auf, wir gehen auf darauf. Den Punkt. Genau, wir sind erst ein bisschen breit und das sind so ganz viele Punkte und wir gehen so langsam, aber sehe ich ja hier so, ne? Das ist wie so ein Laser sich konzentriert. Ja, also ich bin lieber auf einem Punkt. Ja, ja, ja. Anscheinend mache ich richtig. Aber das ist mein Ding und auch, ich habe auch in dem Video, das du dir hoffentlich mal anguckst, vielleicht auch andere, dass der Punkt auch kein Ding ist, um seine Talente, seine Begabung und seine Fähigkeiten, seine positiven Seiten zu entwickeln, muss man sich mit dem beschäftigen, was schwierig ist. In einem selber, für einen selber. Wir alle haben ja unsere eigenen Herausforderungen, ne? Und ja, sich mit den Mankos, alle haben ja Mankos. Und ich kann ja nur für mich selber sprechen, dass ich mir darüber bewusst geworden bin. Weil ich mir auch bewusst geworden darüber bin und mehr in letzter Zeit mache ich mir auch mehr Gedanken darüber. Über was? Ich habe nicht mitgekriegt. Ja, auch mein Werdegang, die Zukunft meines Lebens. Ich bin jetzt in einer Situation, wo ich in so einer Schulung bin, die natürlich auch ist eine gute Sache, bereite mich auf einen Job vor. Ich bin jetzt fast 50, nicht der Punkt, ich bin jetzt was auch immer, bin jetzt hier 3 Jahre. Natürlich möchte ich arbeiten und auch damit Geld verdienen. Aber ich möchte natürlich auch etwas machen, was meinem Talent entspricht, meinem Interesse entspricht, ja. Und meinen Fähigkeiten. Und natürlich dann auch Geld machen, wo ich sage, hör mal, ich bin da stolz drauf. Ich bin da stolz drauf. Auch das würde ich machen. Ich bin ja so eine Person, auch wenn ich morgen, wenn alles, ich würde auch Geschirr spülen irgendwo. Kein Ding, wirklich, würde ich. Hast du auch nie gemacht. Hättest du doch mal Ich habe im Obdachlosenheim auch Geschirr gespült. Ja, ich meine, ich habe schon einiges durchgemacht. Du bist doch nicht Millionär. Ja, also richtig. Also, ja. Wissen Sie, wie das ist, wenn man denkt,
Man denkt, du denkst, ich denke. Das hat ja, glaube ich, Descartes, der war ein französischer Philosoph, der hat gesagt, ich denke, deshalb bin ich. I think, therefore I am. Ich denke, deshalb bin ich. Das ist ja dieser Schlager, wenn du denkst, du denkst. Ja, das ist ja eine andere Sache, ja genau, ja. Das ist, ja, wenn du denkst, ja, du denkst, dann denkst du, dass du denkst. Und dann Edward Jones hat ein interessantes Statement gemacht, der ist so ein Peltor-Charakter, der hat auch viele Bücher geschrieben über Selbsttransformation. Der ist jemand, der ist physisch gestorben. Der hat seinen Körper verlassen, aber ist dann wieder zurückgekommen irgendwie. Mit vielen Leuten, die das ist, die kommen zurück und die haben irgendein neues Bewusstsein. Irgendwo, das, weil die sind ja fast, das ist ja auch viele diese Near-Death-Experiences, wo dann dieses Licht ist, da ist diese Tür, dieser Tunnel. Und ist am Ende dieses Licht und es ist ganz warm. Aber bevor sie da durchgehen, wachen sie auf. Da kommen sie also wieder zurück. Er ist dann so, hat dann ein Bewusstsein entwickelt und hat da immer drüber geredet. Aber er ist eine interessante Person, der eigentlich ein bisschen auch abstrakt, so ähnlich wie ich vielleicht ein bisschen spreche, aber der ist eine Person, den kann man ärgern, aber der reagiert nicht. Der behandelt jeden wie, eigentlich ein bisschen wie ein Idioten, ne? Aber wie ein Lieber, ist ein lieber Kerl. Aber hat jeder gesagt, die sind alle dumm, Nutheads, hat er gesagt. Hat gesagt, das Denken denkt euch, thinking is thinking you, finde ich hochinteressant. Ja. Weil das ist interessant, weil als Kinder, die Gedanken sind ja frei. Mit jedem Kind sind die Gedanken ja frei, ne? Die Gedanken sind frei, ne? Ja, das ist ja schön, ja? Ein Mensch kann nicht wissen, kein Mensch nicht leben. Der Punkt ist ja wirklich so wichtig, dass die Gedanken wirklich frei sind. Aber was passiert, als Kinder ja so frei mit ihren Gedanken sind? Sie sind völlig frei, die drücken aus ihre Gedanken, wie sie sich fühlen, wenn sie froh sind, wenn sie irgendwas nicht mögen, dann sind sie frei. Dann drücken sie das aus. Ne? Aber dann kommen wir ja in die Schule. Ne? Und dann, interessanterweise, kurz nachdem Kinder lernen zu sprechen, wird eigentlich von Kindern verlangt, die Schnauze zu halten, dem Lehrer zuhören, Hausaufgaben machen, für einen Test studieren und dann hören sie auf, irgendwie zu denken. Und da fängt es wirklich an. Auch unsere Gesellschaft, ne, das Ganze, was wir lernen von den Medien, von der Presse, ne, und von den Nachrichten und die ganze Angst, diese Hiobs-Nachrichten, ne, da kommt die wirklich, deshalb sage ich, das Gegenteil von Liebe ist Angst. Das lernen wir, die Angst. Wir lernen, Kinder lernen Angst. Kinder kennen keine Angst. Die kennen keine Angst. Die sind wie sagt man auch, die sind auch carefree, die sind ohne, die machen sich keine Gedanken, was passieren wird, na, auch wenn die wissen das natürlich nicht. Die haben Angst. Ja. Also als ich mir die Schlange um den Hals habe hängen lassen, da in der Schulklasse, alle hatten sie Angst. Ja, natürlich, aber am Anfang, aber das hast du ja auch da schon. Es ist ja so, dass auch, man sagt ja, dass Kinder wirklich mit der Konditionierungsprozess eigentlich fängt ja eigentlich schon an seit der Wiege. Mhm. Ja. Wo Kinder, wenn man sich auch ganz klein, auch wirklich Babys anguckt, die sind so, die gucken, du siehst in diese Augen und da siehst du die Unendlichkeit. Da siehst du Gott. Ja, das Kind, Babys noch keine Angst haben. Genau, das ist jetzt das Thema uns, ja Gott, nenn mich Christoph, du musst mich nicht Gott nennen, okay, du kannst eigentlich so nennen, ne?